Jo, moin, Flüte und ahoi, liebe Landra, und Rettchen und damit herzlichst willkommen zurück zu Anno 1800 im Multiplayer. Mit dabei ist der wunderbare Schwabenboy. Jo, grüß dich, Anno. Sü. Es fällt an Arbeitskraft. Ach, doch mal wieder. Juhu, ich bin im Spiel. Sie sind bei Anno 1800 angekommen. So, ich muss erstmal ein paar Hüte bauen. Ich weiß gar nicht mehr. Oh Gott. So lange ist eigentlich gar nicht her, dass wir aufgenommen haben, aber irgendwie. Fällt mir gerade so ein bisschen die Erinnerung. Es kommt und geht so, ne? Die Feierlichkeiten sind beendet. Wenn die Straße blöd baut hier. Oh. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Und ich fall voll drauf rein. Ja, wir haben letztes Mal die Russe vernichtet, komplett. Ei. Joa. Die andere KI hätte der Russe vernichtet. Ja, der Kreisparow, wie hieß er? Nervensäge halt. Ein neuer Auftrag? Lass mal hier durchblicken, welche Schiffe für welche Route zuständig war. Na, das zeigt sich doch an, wenn du in die Routeverwaltung reingehst. Ja, von den stillliegenden hier teilweise. Komm, jetzt bau die Straße, bevor die Häuser zusammenfallen hier. Was soll denn das? So. Bereit für den Einsatz. Wie sehen wir aus? Keine Bananen sind voll. Rute fehlt noch. Zack. Dingsbums sind voll. Ich transportiere schon Gold. Jo, guck mal an. Oder hast du es einfach nur eingesammelt? Nee, auf meiner Route ist mit vermerkt, dass ich Gold transportiere. Ja, dann machst du Schmuck. Ach, deswegen, ja, deswegen fehlen hier Arbeitskräfte, weil ich die Goldmine gebaut habe. Ah, makes sense. Und dann ziehen wir mal halt noch ein paar Häusle. Ein neuer Auftrag? Zumindest haben wir es gehabt, jetzt haben wir es nicht mehr. Fällt ein Baumaterial. Da habe ich hier irgendwo ein Schiff. Nee, nicht. Kein Schiff hier rumstehe. Quest haben wir hier. Schiffe sind Mitte zum Zweck. Neue Ziele. Okay, 3 Totenkopf-Expeditionen, das kann ich nehmen. Leinen los! Mit meiner Moral, nee. Mit 8% Moral brauche ich gar nicht anfangen. Auf die alte Dame ist Verlass. Ich will der Quelline Schiff kaufen. Moment, Piraten checken noch 25 Minuten, noch 25 Minuten. Sehr gut, okay. Spielstand gespeichert. Oh, haben wir viele Arbeitskräfte. Die Feierlichkeiten sind beendet. Guck dir das mal an. Wo ist eigentlich mein Hauptinsel? Die Menschen lassen sie hochleben. Hier. Stehen noch Klipper rum. Komm, dann fahr du mal in die neue Welt. Hat sich verringert. Jo. Ah, ich könnte jetzt Dampfschiff. Ja, stimmt, ich brauche die. Ja, genau. Ja. Dampfende Motorfabrik. Bin ich hier Messing? Jo, Messing aber jede Menge. Du brauchst Strom. Ich brauche nicht mehr so viel Holz. Oh Gott, jetzt haben wir sogar 3. Nicht schlecht. Okay. Bist du der bisschen Betonmark? Okay. So. Könntest du eigentlich theoretisch. Sieh mal mit Eis aus.
Pilze haben wir auch. Kaffee. Wie fahren wir schon Kaffee hoch? Nope. Dann wollen wir jetzt mal ein bisschen anfangen, Dampfschiffle zu bauen. Ich habe schon ewig nicht mehr beschwert. Weil wir die Motoren haben, können wir die irgendwo auch kaufen. Nee, du verkaufst keine. Weißt du zufällig, ob man die irgendwo kaufen kann? Motoren? Aha. Ich glaube nicht. Ich meine, ich war jetzt auch noch nicht so weit. Also, wenn dann das. Du verkaufst auch keine, gell? Ich nein, ich habe gar keine. Aber wenn man von dir einmal was will. Ja, Entschuldigung. So. Wo ist Eisen? Ich? Ja. Das kann gut sein, dass ich es einkaufe. Oh, jetzt ist ja aber gutes Geschäft, hey. Ich kaufe alle deine Kanone. Jo, gerne. Wenn ich den Süden fahre, kriege ich das Doppelte dafür. Oh, scheiße, stimmt. Neue Befehle. Wieso verkaufe ich die denn nicht da? Erstmal hier zwei Schiffe vollpacken damit. Ab in den Digga, Süden. 28 im Süden waren es doch über 400, was man kriegt. Echt? Ach stimmt, ja, bei der Isabella. Bei der Isabella. Ja. Das könnte ein gutes Geschäft sein. So. Es liegt nicht an mir, ihre Verbrechen zu kennen, sondern allein die passende Bestrafung zu finden. Fairerweise dachte ich, ich muss dir es einfach sagen. Ja, vielen Dank. Ich bin der Unerfahrene mittlerweile, weil du bist schon viel weiter als ich hier. Ja, so können wir das Tierhilfe, gar nicht haben. Wohngebäude, verdammt. Ich suche eigentlich noch ein Item, aber ich finde es nicht. Naja, egal. Was suchst du denn für eins? Es gibt eins, mit dem kannst du sagen, dass der Bäcker ohne Mühlen arbeiten kann. Dass er das Getreide direkt zu Brot verarbeitet. Okay. Das würde ein bisschen Arbeitskräfte sparen, aber irgendwie hat es gerade keiner im Angebot. Ich habe das am. Die Feierlichkeiten boah. Sind beendet. Entweder am Freitag im Livestream oder am Samstag mit dem, wo du, Sander und Helm dabei sind. Okay. Und einen von denen müsste ich es haben. Oh, aber bei Einflussbäckerei, ja, das ist auch nicht schlecht. Ein kostet minus 50%. Einteilige Unterwäsche? Nein, zu pieksig, zu ungerecht. Aber eine zufällige irgendwo Handelskammer stehe. Hemd und Hose sollten jeder für sich stehen dürfen. Es sieht nicht so aus. Ich sehe, dass du auf der Suche bist. Naja, gut. Aber wie sehen wir aus? Produzieren wir jetzt? Mag sie nicht. Ja, sehr gut. Mit 200%. Das ist nett. Auf ihren Befehl. Wie sehen wir mit Eisen Erz aus? Stand ist leer. Ist schlecht. Ja, das ist bei mir auch leer geworden. Auch nochmal Eisen Erz. Die Attraktivität ihrer Stadt das hat heißt, sich verringert. Sind die Mine eigentlich erschöpflich hier? Weißt du das zufällig? Nee, nö, also bisher ist nicht einmal vorgekommen, dass eins erschöpft war. Okay. Hä? Oh. Dies ist die falsche Ware, Freunde. Das sollt ihr nicht laden. Kannst du nämlich noch Eisenerz mitnehmen, ja? Ja, ist das herrlich, wenn du den Hafer hast, der deine Arbeitskräfte verteilt. Pendlerkei. Ja, die Pendlerhäfen, ja. Ja. Ich weiß noch nicht so richtig, wo ich die hier verteilen soll bei mir, aber wahrscheinlich auf diese muss ich mit drauf gehen. Die Pendlerhäfen, die Möglichkeit auf jeder Insel. Ja, aber die kosten auch unter, also hier Einfluss, ne? Jo. Wobei, die ersten zwei sind kostenlos. Echt? Ja, die ersten zwei sind kostenlos und ab den dritten kostet's. Also Einfluss, ne?
Wo fährst denn du hin? Was fährst denn du für eine Route? Kannst du da nicht vielleicht auch noch Klamotten mitladen? Doch. Kannst du. Das Problem, weil. Hier bauen wir doch schon ab. Ne? Also mal das Schiff austauschen. Jawohl. Jawohl. Zack. Noch können wir hier nämlich nochmal Klamotten laden. So. Okay, das heißt, wir brauchen viel, viel Stahl und viel, viel Fenster. Hi. Hier haben wir gar nichts davon, das ist toll. Jo, kaufen wir mal ein paar Linienschiffe. Jetzt sind wir nämlich ein bisschen teuer im Unterhalt. Die verkaufst du jetzt oder was? Jo. Okay. Ich habe eigentlich nicht vor, Piraten anzugreifen. Du? Also ich würde ehrlich gesagt lieber. Also wenn, dann kann man das Spiel jetzt mit Dampfschiffen machen. Eben. Weil dann würde ich mich nämlich lieber dann auf Clipper fix. Die Feierlichkeiten sind beendet. Setze erstmal. Obwohl, eins könnt ihr ja behalten für ihre Expedition. Das ist nicht wirklich gut für Expedition. Oh, ja, Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Nett? Anograf. Oh, die Anograf ist gesunken. Ja, ich habe mal eins losgeschickt, das hat zweimal durchgehalten und dann ging es aber rapide nach unten, weil eben halt. Ja, der Moralball so tief unten war, ne? Naja, aber die Moral ist bei alle unten. Bereit für den Einsatz. Ich war ja am Samstag der Meinung, man kriegt das steigt mit der Zeit wieder, aber. Ja. Das ist. Nicht wirklich so. Und selbst mit Personal funktioniert das nicht. Segel setzen! Mit Personal funktioniert das nicht, okay. Na, wenn ich, weißt du, unter die Steuermann und sowas mit reinsetze. Ist auch schade. Was will ich denn mit dem? Wo fahren die denn das Gold hin? Da hier. Ein neuer Auftrag? Oh, ich habe auch 550 Kanone hier. Das ist ja richtig viel, was du hier abholst. Hä? Oh. Vielleicht sollte man auch einen Bäcker bauen, damit der Spielstand Brot abholen kann. Ich habe gerade verstanden, vielleicht sollte man einen Wecker bauen. Ja, also der Bäcker braucht auch einen Wecker, so früh wie der immer aufstehen muss. Also 2, 4, 6, 8, okay. No. Steigt alles, steigt, es ist auch alles voll hier. Bier ist voll. Und Sulfur fahre ich glaube her. Ne, ich meine, Sulfur brauche ich noch gar nicht. Rot und also die habe ich gerade erst. Seife. Brot. Brot. Gut. Sag mal, wo kommen denn Zigarre und Schokolade in das Zeug hier? Ist das von so einem Stadtfest immer? Kann. Oder ist es Investorenbaukram? Das weiß ich nicht. Nee, ich habe noch keine Investoren. Wenn ich in meinem Singleplayer hatte ich auf einmal Stapel gelaufen. Hatte ich noch 150 Schokoladen, Zigarre und sowas im Lager sitzen. Okay. Wusste eigentlich nicht wirklich woher.
Vielleicht sollte ich ja auch nochmal eine Fensterproduktion machen. Könnten wir hier alles bereit locker herbauen. Setz die Segel. Okidoki, so. Da ist noch Stein. Ist hier Stein? Kaum. Auf Ihren Befehl. Erwarten neue Horizonte. Natürlich nenne ich die Frage, kriege ich. Ich kriege hier jetzt hier nicht mehr her. Obwohl müsste doch aber eigentlich. Nein, wegen einem einzigen. Ernsthaft, das ist so Stahlbeton. Oh je. Na gut, Blaupause reicht. Müssen wir nicht alle um eins verschieben. So. Ruder übernehmen. Du hier weg. Dann kriegen wir hier nämlich noch zwei Schweinefarmen her. Wunderbar. Und darüber müsste glaube ich auch preisen, wenn ich es richtig ausgerechnet habe. Oh, das wirst du schon gemacht haben, denke ich. Das ist für immer Ziege. Ja, die kriegen wir dann schon. Solche gibt's gar keine auf der Insel. Damit. Ja. Ich kann Rudi die Ziegel hierher transportieren. Ein Problem, da gibt es auch keine. Da wären zwei. So. Aber blöd, wenn eine Insel ist, wo es keine Ziegel gibt. Ist von der Überfahrt eine Lehmgrube. Hm. Ja. Hol ich da echt schon? Wir brauchen Elektrizität. Das heißt, ich würde jetzt hier mal den Holzfäller abreißen. Wenn wir hier noch Industrie. Es mangelt an Arbeitskraft. Hinsetzen. Alles bereit.
So. Glas habe ich, glaube ich, Flasche. Alles haben. Ist jetzt mittlerweile Gold eigentlich angekommen? Einer braucht. Ja, ist angekommen. 1 Minute 2:30. 2. Ja. Ich könnte dich zum Weinen bringen, wie ein kleines Kind. Was ich hasse, ist, dass du quasi, wenn du mal Eisenbahnschiene gelegt hast, kannst du keine Straße mehr bauen. Schiff ja, vom Stapel das gelaufen. Du musst erst die Straße bauen und dann die Eisenbahnlinie. Ja, das nervt ein bisschen. Ich verstehe zwar nicht genau warum, aber... Ja, ich denke mal, weil das System mit diesen Schienen für die auch so neu ist, gerne, haben die noch nicht so die Erfahrung wie jetzt zum Beispiel eine Eisenbahnsimulation. Aber cool ist die Strommaste jetzt, wo dann da sind. Ja. Nur ein so, oder du machst jetzt Gold. Dann machen wir hier. 1:30, eine Minute. Also ich bräuchte 3 von denen. Dann machen wir nur eine jetzt erst einmal. Okay. Haben wir hier. Es brennt schon wieder irgendwo. Das heißt, es ist sobald es vorhanden wird, fehlt euch denn dann? Arbeitskräfte. Und dafür Ingenieure? Ernsthaft jetzt? Wo sie diesen Schleuderdreckkram wirklich in die Heimatwelt verschaffen? Das wäre ja jetzt richtig mies. Was denn? Die Betonproduktion. Was ist mit dir? Hä, die kann ich nicht in die Heimatwelt verschaffen, weil ich dafür keinen Beton habe. Die, wie heißt denn das? Stahlbetonproduktion, die ich habe? Ja. Wo hast denn du die? Hast du die auf deiner Hauptinsel angesiedelt? Nein, beim Betonwerk. Aber das ist auf deiner Hauptinsel, oder wo ist das? Beim Zementvorkommen, ja, unterschiedlich. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4. Ja, weil die ja alle Ingenieure brauchen, oder? Das hast du mit Pendlerhäfen dann wahrscheinlich ausgeglichen. Ich habe die Pendlerhäfen, ja genau. Ja, okay. Jetzt kommt sie schon wieder mit dem Enigma da. Sie haben ein neues. Beantworten Sie das Enigma in dem meinem Singleplayer haben sie mir rausgefunden. Was hast du rausgefunden? Was ist das Enigma? Oh, okay. Da stand dann, es ist, Schiff ist von der Überfahrt ein Rohstoff, ein durchsichtiger Baustoff. Spielstand als Tipp. Und es war ja, könnte ja bloß Glasscheibe sein oder Fenster. Neue Befehl. Dann musst du gerade den Betrieb draufklicken. Und jetzt steht, was macht ein Schiff schnell, wenn es gefüllt ist? Wind. Ja, muss man so anklicken, Segel oder was? Weiß ich nicht, ich muss jetzt mal ausprobieren. Was geil, aber wo hab ich die? Habe ich mein Segel geworfen? Habe ich denn überhaupt meine Kleiderproduktion? Wo ist denn das Zeug alles? Achtung, Admiral anwesend. Welch liebe Zeit. Höchst erfreuliche Überraschung. Oh, sagen Sie nicht. Sind wir hier? Ich biete Ihnen Brillefabrik. Wir wären dann soweit. Segelweberei. Okay. Und da kriegst du richtig geile Sachen. Sehen Sie? Ich glaube, Segelwehr irgendwas kriegt, was dann Unterhalt um 100 reduziert und Arbeitskräfte um 100% reduziert. Stile eines Sommerlichen. Der Subtext ist mit bloßem Auge ja kaum zu erkennen. Mehr als bereit. Es trägt Ihre Handschrift.
Ich kann in die Segelproduktion auch abreißen, weil die brauche ich hier im Leben nicht mehr. Ja, wenn du schon bei Dampfschiffen bist, dann nicht mehr, ne? Nee, noch nicht mehr, fehlen noch Motoren. Jetzt habe ich Motoren. Öltanker. All die Sachen. Frachtschiff. Ein guter Mann. Erstmal ein Öltanker. Ich fühle mich taub lebendig. Dann müsste man aber hier gegebenenfalls ein bisschen aufstocken mit dem Öldepot. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Es weißt du was, die Werft dreht sich auch weg. Die brauche ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, das Segelschiff Werft. Es lebe die Industrialisierung. Juhu. So. Können wir da nämlich ein bisschen mehr Öl laden. Dann können wir auch noch mal ausbauen. Mach, wenn du deine Kraftwerke mit Schiene verbindest, mach nicht den gleichen Fehler, den ich gemacht habe. Ja, leg alles auf eine Schiene. Auf ein Gleis. Mach den Fehler nicht. Also alles auf verschiedene Gleise packen, oder was? Wenn soweit es machbar ist, ja, weil die Züge kommen sich in die Quere und blockieren sich dann selber gegenseitig und behindern sich in der Geschwindigkeit. Oh. An die Segel und Brassen! Okay. Wir produzieren jetzt Taschenuhren, wir produzieren jetzt Dampfmotoren und wir produzieren jetzt Fahrräder. Läuft, würde ich sagen. Drei Räder. Jupp. Jetzt ist nur die Frage, jetzt fällt mir wahrscheinlich. Jetzt gehen wir eine Maschine aus. So. Apropos aus, du könntest schon mal das Aus der Folge einleiten. Okay, aus. Okay, tschüss. Na gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall nächste Folge wieder rein, wenn es weitergeht. Schaut bei Manu am Kanal vorbei, Link dazu wie immer in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen, hinterlasst noch Bewertung und einen Kommentar und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Tschüss.